Das Tor der Illusion. Mit einem gleißenden hellen Licht erschienen Lombus und Seki, nachdem sie das Teleportertor durchschritten hatten, auf der Ostseite des Feenwaldes, welcher mit dieser Seite an das Brachland angrenzt. Die Westseite jenes Waldes hingegen grenzt an die äußeren Gebiete von Geldnot und im Süden an ein Meer. Da viele, die den Feenwald betreten hatten, nie wieder gesehen wurden, gilt er unter der gemeinen Bevölkerung als verflucht, sodass er wie die Pest gemieden wird. Wenn jemand von Geldnot zu Erastu wollte, so musste er den Weg durch den namenslosen Wald nehmen, der nördlich an den Feenwald grenzte und durch eine etwa 50 cm hohe Palisade abgegrenzt war, damit unvorsichtige Wanderer nicht außersehen in den Feenwald taumelten. Die Palisade war wohl eher zum Schutz gedacht, denn optisch ließen sich beide Wälder unterscheiden. Der Wald im Norden war ein Laubwald, der von Licht durchflutet war. Nicht, dass dies beim Feenwald anders wäre, oh nein. Der Feenwald war ebenfalls ein Laubwald und auch in ihm erreichte viel Licht den Waldboden, doch dieses Licht, es war anders. Denn obwohl es Licht war, leuchtete es nicht. Es schien von der Atmosphäre des Waldes aufgesaugt zu werden, doch einige Lichtstrahlen konnten sich durch sie hindurchkämpfen, sodass sie den Boden erreichten und wenigstens für ein wenig Licht sorgten. Und nun befanden sich Seki und Lombus auf der Ostseite dieses Waldes, inmitten einer Ansammlung von 124 schockierten Illusionisten, die nicht wussten, wohin sie sollten, da sie ihr gesamtes Leben in Erastu verbracht hatten. Erastu war für sie mehr als eine Universität der Magie, in der sie Wissen anhäufen konnten. Erastu war ihre Heimat, die sie nun verloren hatten. Sozusagen waren sie nun magisch talentierte Obdachlose. Sieh sie dir nur an, sprach Lombus, während er sich den Staub vom Mantel putzte. Wie konfus sie sind. Man kann es ihnen nicht verdenken. Schließlich wurden sie aus allem gerissen, was sie kannten, und nun einfach so vor eine neue Wirklichkeit gestellt, der sie sich noch anpassen müssen. Das mag sein, aber warum seid ihr da nicht auch konfus? Fragte Seki. Eine weise Frage, mein Junge. Nun, ich bin schon etwas konfus. Schließlich war Erastu auch meine Heimat und in gewisser Weise mein Leben. Immerhin habe ich fast mein ganzes Leben in unserer Universität verbracht, aber ich war oft draußen unterwegs und auch oft in Geldnot. Ich kenne das Leben außerhalb der glitzernden Wände und staubigen Regale. Er machte eine kurze Pause und sprach dann ruhig und gelassen: Wir sollten sofort eine Versammlung einberufen. Die Sache bedarf dringend einer Klärung. Seki nickte. Was hätte er auch sonst tun sollen? Er wusste ja selbst nicht, wie es jetzt weitergehen würde. Und zudem steckte der Schock ihm noch in den Gliedern. Deshalb folgte er Lombus, der sich auf einen herausragenden Felsen stellte, der leicht abseits der Menge stand. Mit lauter Stimme sprach er: Liebe Freunde, bitte kommt her und hört mich an. Ich habe einiges zu sagen. Die Illusionisten versammelten sich um den Felsen und erwarteten gespannt Lombus' Rede. In ihren Gesichtern war eine Mischung aus Entsetzen, Resignation und Neugier zu sehen. Danke, so ist es gut. Meine allererste Frage, ist der Erzkanzler anwesend? Die Illusionisten schauten sich um und schüttelten dann mit dem Kopf. Das habe ich vermutet. Sein Gesicht wurde kurz tief traurig und sein Blick senkte sich für einen Moment zu Boden. Doch dann erhob er seinen Kopf mit einem entschlossenen Gesichtsausdruck. Ich muss zugeben, meine Erwartungen hielten sich auch in Grenzen. Er hätte sicherlich schon längst die Führung übernommen und euch gesagt, dass er nicht verzagen soll, da es noch Hoffnung gibt. Die Mienen der Magier erhellten sich etwas. Aber dazu müssen wir erst einmal von hier fliehen. Es wird sicher nicht lange dauern, ehe der Sensei bemerkt, dass viele von uns geflohen sind. Daher wird er wohl schnellstmöglich Suchtrupps aussenden, um uns zu eliminieren. Wie die höheren Illusionisten von euch sicher wissen, liegt auf Erastu ein uralter Schutzzauber, der die Universität versiegelt, sobald kein Erzkanzler mehr anwesend ist. Mit anderen Worten, der Sensei und seine Armee werden wohl noch einige Zeit unter einer Eisdecke eingeschlossen sein. Ein Grinsen spielte sich auf den Mienen einiger ab. Dennoch haben wir keinen Grund zur Freude, denn die Eisdecke ist keine Lösung. Sie verschafft uns nur einen Vorsprung und fungiert als Zeitpuffer. Denn sobald sie geschmolzen ist, werden wir auf der Flucht sein. Erastu ist momentan verloren. Wir sind nicht stark genug, sie wieder zu erobern. Also gibt es zwei grundlegende Fragen, die wir uns für die nahe Zukunft stellen müssen. Wohin können wir fliehen und wie können wir die Universität wieder zurückerobern? Ich denke, die Antwort auf beide Fragen ist der Feenwald. Ein Illusionist rief ein: Der Feenwald? Der ist doch verwunschen! Er ist noch nie einer rausgekommen! Ihr habt recht, kein normaler Mensch hat den Feenwald je wieder verlassen. Aber wir sind keine normalen Menschen, wir sind Illusionisten. Ein anderer rief ein: Selbst wenn wir den Feenwald wieder verlassen könnten, was sollen wir in ihm suchen? Dort finden wir höchstens den Tod. Ich denke, den namenlosen Wald im Norden zu passieren und deine Geld noch nach Hilfe zu suchen, dürfte erfolgreicher sein. Ihr beliebt zu scherzen, oder?
Selbst wenn wir uns unsichtbar machen würden und es lange genug durchhielten, um das Brachland bis dahin zu überqueren und nicht entdeckt zu werden, was sollen wir dann in Geldnot? Vielleicht wisst ihr es noch nicht, aber der Sensei ist der neue Lord von Geldnot. Dann könnten wir genauso gut auf direktem Weg in die Universität zurückmarschieren. Nein, 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 das ist keine Lösung. Aber der Feenwald könnte eine sein. In ihm leben die Feen. Ein magisches, verborgenes Volk, das den Wald beherrscht und jeder Bedrohung bisher erfolgreich widerstanden hat. Die Lords und damit auch ihre Untergebenen haben sich durch Kriege ihre Missgunst zugezogen und sind seitdem ihre Feinde. Doch das war nicht immer so. In den jungen Jahren des Regimes von Lord Billy Bally waren die Feen noch willkommene Verbündete, die Handel mit Geldnot trieben und es mit seltenen Gütern versorgten, bis der Lord sie angegriffen hatte. Doch bis zu diesem Zeitpunkt waren sie noch allen wohlgesonnen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe davon aus, dass sie mittlerweile die gesamte Geschichte kennen und so wissen, dass die Illusionisten mit dem Krieg nichts zu tun haben und uns noch vertrauen. Und was, wenn euch irrt? Rief einer ein. Wenn ich mich irre, dann werden wir in den Wald draufgehen und ich werde mit Freude mich als Erster opfern. Aber wenn ich recht habe, dann haben wir eine Chance. Oder besser gesagt, wir haben keine andere Chance. Wir müssen es einfach versuchen. Also, wer kommt mit mir mit? Es folgte erst Ruhe. Doch dann war ein Ich zu hören. Alle schauten sich um, woher es denn kam. Dann trat Zeki hinter Lompus hervor und sprach, Lompus ist der weiseste Mensch, der mir je begegnet ist. Bisher hat er sich noch nicht geirrt. Ja, sogar die Niederlage der Schlacht hat er vorausgesagt, obwohl jeder an einen Sieg glaubte. Tut, was ihr wollt, aber ich bleibe bei ihm. Nach und nach erhoben sich weitere Stimmen, die bereit waren zu folgen, bis jeder einzelne zugestimmt hatte. Mittlerweile war die Sonne fast hinter dem Horizont verschwunden und die Nacht drohte einzubrechen. Wir sollten uns jetzt schlafen legen. Es ist sicherlich nicht klug, nachts durch den Feenwald zu wandern. Bereitet euch auf eine ungemütliche Nacht vor. Der Boden ist nicht gerade sehr weich. In der Zwischenzeit hat der Sensei seine Armee ganz Erastur nach einem geheimen Fluchtweg abgesucht. Er war sich sicher, dass es einen geben musste, denn sonst hätte er mehr Tote sehen müssen. Als alles erfolglos abgesucht war, trafen sich alle in der Eingangshalle, um die Situation zu betrachten. Na also, sprach der Sensei, hat jemand irgendwas gefunden? Alle schüttelten mit dem Kopf. Der Sensei ballte eine Faust, wandte sich zum Geländer der Treppe, welche sich hinter ihm befand, und schlug auf es drauf. Das gibt's doch nicht! Er stützte sich auf das Geländer und senkte seinen Kopf ab, um sich gleich darauf schwungvoll zu wenden und der Masse zuzurufen, hört heute schon an den Wänden und tastet jeden einzelnen Stein ab. Bestimmt gibt es einen Mechanismus oder so. Irgendwie müssen die Illusionisten entkommen sein und ich will wissen wie. Vielleicht kommen wir dann auch hier raus, also sucht! Die Soldaten verteilten sich an den Wänden und plötzlich rief einer, gefolgt von einem dumpfen, alle drehten ihre Köpfe hin und her, um die Quelle der Geräusche auszumachen. Aber keiner wusste, wohin er so richtig zu schauen hatte, da die Geräusche in der Halle gleichmäßig widerhallten und so nicht lokalisierbar waren. Auf einmal trat ein Soldat aus der Wand neben der Treppe und sprach, ich hab euch gefunden, denke ich. Die anderen sahen ihn nun und folgten vorne heran der Sensei. Er erreichte die Wand, aus der zur Hälfte der Soldat heraustrat. Der Sensei beugte sich dicht zu ihm, fuhr mit seinem Kopf um den Sein herum und blickte dann über den Rumpf hinab, der noch aus der Wand hing, bis hin zu den Beinen, die jedoch nicht mehr zu sehen waren, da sie bereits hinter der Geheimwand standen. In dieser Position und mit den Händen auf den Rücken gefaltet, sprach der Sensei unsicher und fragend, sag mal, tut das weh? Nein, fühlt sich ganz normal an, denke ich, antwortete der Soldat. Es fühlt sich normal an, in einer Wand zu stehen. Er grinste, denn er fand den Scherz gelungen. Dann griff er mit der Hand in die fiktive Wand, welche eine Illusion war, und trat dann einen Schritt hinein und sprach, ach, es ist bloß eine Täuschung. Aber gut gemacht, das muss ich schon sagen. Und sie sah täuschend echt aus. Langsam durchschritt er mit dem Soldat die Wand. Ihm folgte in einigen Abstand Yuzi mit ein paar Männern aus der Armee. Als alle den Raum erreicht hatten, befand sich der Sensei schon am Ende des Raumes, wo das versiegelte Teleportertor stand. Er betrachtete es konzentriert, sodass er das Gerede der Armee nicht mehr vernahm und strich dann mit seiner Hand langsam über den Rand, die Rückenseite und schließlich die Vorderseite. Danach lehnte er sich zurück, griff mit seiner Hand an das Kinn und streichelte es nachdenklich. Das könnte eine Art Teleporter sein. Doch wie bekommt man ihn auf oder an oder was auch immer? Nach einigen Sekunden drehte er sich um. Jemand eine Idee? Vorschläge werden liebend gern angenommen. Schweigen und Achselzucken herrschte. Wisst ihr,
Wenn man euch so in der Masse betrachtet, wie ihr alle stumm im gleichen Takt mit euren Köpfen schüttelt, während eure Nachbarn mit den Schultern zucken, könnte man glatt denken, dass ihr in irgendeiner Pantomimgruppe wärt, die einen Tanz einstudiert. Er grinste wieder, doch sein Grinsen währte nicht lange, da sein Problem noch immer nicht gelöst war. Er drehte sich wieder zum Portal und dachte laut nach, wahrscheinlich braucht man ein Passwort oder so, welches wir natürlich nicht haben. Einen Schalter kann ich nicht finden, und die starke Aura dieses Teleporters verrät mir, dass seine magische Beeinflussung auch flach fällt. Er stand einen Moment ruhig da und drehte sich dann gelassen um und sprach, tja, Freunde, sieht so aus, als säßen wir erst einmal fest. Und mit anderen Worten, ihr habt den Rest der Nacht frei, erholt euch und kümmert euch um die Verletzten. Morgen sehen wir dann weiter. Als der Schein des blauen Mondes langsam durch die ersten Strahlen der güldenen Sonne verdrängt wurde, die sich am Horizont erhob und sich durch den leicht bedeckten Himmel kämpfte, begannen nach und nach die Illusionisten auf den mit leichten Nebel befangenen Ebenen des Brachlandes zu erwachen. Seki, der das frühe Aufstehen im Gegensatz zu den Illusionisten gewohnt war, wurde durch ein leichtes Rütteln von Lombus Hand geweckt. Er öffnete die Augen und drehte sich langsam von seiner Seitenlage auf den Rücken und erblickte Lombus Gesicht, welches eine Art väterliches Gefühl ausstrahlte. Er richtete sich auf und blickte sich um und sah, dass auch die anderen Illusionisten wach waren. »Wieso sind denn schon alle wach? Ich meine, ihr schlaft doch sonst immer so lang«, fragte Seki verwundert. »Das liegt an den Schlafstätten. Das Brachland ist nicht gerade ein Ruhekissen für vorwiegend alte Männer, die körperlich gebrechlich sind. Da freut man sich schon richtig, wenn man aufstehen darf.« Er lehnte sich zurück. »Eigentlich wäre das eine gute Neuerung für die Universität. Also, ich meine natürlich, wenn wir noch eine hätten. Mit unbequemen Betten würden wir weniger schlafen und wären so einige Stunden mehr wach, wo wir mehr schaffen könnten.« Seki war mittlerweile aufgestanden und während er sich streckte, sprach er, »Nun ja, aber es könnte auch sein, dass sie gar nichts mehr schaffen, weil sie den ganzen Tag nicht ausgeschlafen sind. Oder dass sie sich schlechter konzentrieren können und nur Mist bauen.« Lombus dachte kurz nach, nickte leicht und sprach, »Ja, wäre durchaus möglich. Sollte unbedingt bedacht werden, Seki. Wie ist das mit euch Shadows? Braucht ihr lange Zeit, um richtig wach zu werden? Oder steht ihr auf und seid sofort aktiv?« »Keine Ahnung. Ich denke, es ist so wie bei allen Menschen. Manche brauchen ihre Zeit, manche nicht. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir irgendein Training für so etwas absolviert hätten.« »Und wie ist es mit dir?« »Ich bin einer von den sofort Aktiven. Warum fragt ihr?« »Nun, wenn es dir nichts ausmacht, täte so, würde ich die anderen dann so langsam zusammenrufen, um in den Wald aufzubrechen. Ich wollte dich halt nur noch nicht sofort aufhetzen.« »Das tut ihr nicht, Lombus. Wie gesagt, ich bin ein sofort Aktiver. Meinetwegen kann es losgehen. Ich möchte nur noch meine Dolche richtig verstauen. Vielleicht werde ich sie benutzen müssen.« »So viel Zeit ist natürlich noch. Es wird eh ein paar Minuten dauern, ehe sich alle bereit gemacht haben. Komm, wenn du fertig bist, einfach zu mir. Ich werde in der Zwischenzeit die anderen informieren.« Mit diesen Worten drehte Lombus sich um und ging zu den anderen Illusionisten. Seki hingegen befestigte seine Dolche an seiner Kleidung, sodass er diese notfalls sofort ziehen konnte. Nachdem das geschafft war, drehte er sich um und beobachtete, wie sich die Illusionisten langsam sammelten und eine Gruppe bildeten. Natürlich war es eher eine lose Gruppierung und keine militärische Truppenformation. Aber es waren ja auch keine militärisch ausgebildeten Krieger, sondern ein Haufen ständig leicht konfuser und mürrischer Zauberer, die sich zu einem Aufruhr in das Ungewisse aufmachten. Als alle Illusionisten nach einigen Minuten sich zu der Gruppe gesellt hatten und Lombus sich vor ihnen positionierte, lief Seki zu diesen und stellte sich neben ihn. Er betrachtete die Illusionisten und sah, dass manche leicht glasig und hoffnungslos blickten, andere wiederum sahen zornig drein und manche schienen die ganze Situation noch nicht realisiert zu haben, da sie anteilnahmslos blickten. »Lombus, warum schauen Sie alle so seltsam? Haben Sie noch nicht realisiert, was geschehen ist?« »Die meisten schon. Ich habe mit ihm geredet. Sie wünschen den Sensei den Tod. Andere fürchten den ihren durch die Shadows. Im Großen und Ganzen herrschen dieselben Gefühle wie in einer Armee, die im Inbegriff ist, in die letzte Schlacht zu ziehen.« Er machte eine kurze Pause, blickte Seki tief in die Augen und fragte, »Doch was ist mit dir? Ich habe dich noch gar nicht gefragt, was du wirklich empfindest. Entschuldige bitte, aber ich stehe auch etwas neben mir. Die Ereignisse der letzten Tage haben auch mich ziemlich getroffen.« Seki ließ den Kopf sinken. »Ja, es ist viel passiert. Und natürlich ging das alles auch nicht spurlos an mir vorüber. Ich mache mir viele Gedanken.« Lombus legte seine Hand auf Sekis Schulter. »Nun, der Weg durch den Wald ist sicher lang genug. Zeit also, um alles zu reden.« Seki hob daraufhin seinen Kopf und sah das freundliche Lächeln von Lombus, welches ihn auch zum Lächeln brachte.
Dann wandte sich Lombus wieder den Illusionisten zu und machte von unten eine nach vorne geschwungene Aufwärtsbewegung mit seiner Hand, bis diese über seinen Kopf zeigte, woraufhin die anderen losmarschierten und ihm folgten. Er und Seki betraten als erstes den immer dunkler werdenden Feenwald mit seinen üppigen Bäumen und Büschen, welche imaginäre Pfade begrenzten, die mit tiefem Unterholz ein zugewuchertes Dickicht bildeten, welches schwer zu durchschreiten war. Dicht gefolgt von den anderen Illusionisten, die Zweiergruppen gebildet hatten, um den Dickicht zu trotzen, bahnte sich Seki und Lombus den Weg durch Farne, hohe Gräser und herunterhängende Kletterpflanzen, die den ohnehin schon dichten Wald noch mehr verdichteten. Ständig war das leise Knirschen von Blättern zu vernehmen, wie auch das laute Knacken des vielschichtigen Unterholzes mit seinen zahlreichen Ästen, die unter einer Schicht aus Humus, Blättern und Gras verborgen lagen. Mit jedem Schritt traten sie tiefer in den Wald und schon nach 20 Metern war der Ausgang des Waldes nicht mehr zu sehen. So dicht war die unnachgiebige Vegetation. Jeder dunkle Wald ist verwirrend, undurchsichtig und scheint trotz seiner abwechslungsreichen Vegetation immer gleich auszusehen. Doch der Feenwald war mehr als eine verwirrte Anordnung von wildgewachsenen Pflanzen, die passiv ein wunderschönes Labyrinth erschufen. Man hatte vielmehr das Gefühl, als wenn der Wald lebte und ganz bewusst sein Aussehen zur Täuschung der Betrachter veränderte. Doch trotz dieses Gefühls war von den Leben im Wald nicht viel zu sehen. Obwohl der Wald so voller Pflanzenpracht war, sah man keinen einzigen Pflanzenfresser. Obwohl die Luft so warm und von Feuchtigkeit geschwängert war, sah man kein einziges Insekt fliegen. Und auch auf dem humusreichen Boden, der so aromatisch nach reinem Wald roch, war nicht ein Käfer zu erspähen. Der Wald schien in einer lebendigen Totenstarre zu verharren, wie ein Gigant, der schlummerte. Die feuchte, warme Luft verlangsamte den Marsch der Gruppe, ebenso wie das schwer passierbare Gehölz, das stets den gedachten Pfad versperrte und erst plattgetreten oder zur Seite geschoben werden musste. So kam die Gruppe nur langsam voran, was Seki und Lombus genügend Zeit gab, um ein intensives Gespräch zu führen, während sie immer tiefer in den Wald eindrangen. Nun, Seki, begann Lombus. Wir wollten darüber reden, wie du über die momentane Situation denkst, beziehungsweise was du empfindest. Es ist so, er macht eine kleine Pause. Es ist so vieles passiert in den letzten Tagen und Wochen. Ich habe die Shadow-Gilde mit guten Absichten verlassen und wurde gefangen genommen, wo ich euch traf. Zusammen konnten wir fliehen und dann wurde ich in Eras Tour aufgenommen, nur um festzustellen, dass ich eine Figur im Spiel meines ehemaligen Senseis war. Eine taktische Figur, die erst dazu führte, dass der Lord Eras Tour angriff und daraufhin seine Stadt an den Sensei verlor. Und jetzt habe ich auch noch dazu geführt, dass Eras Tour eingenommen wurde. Ich verstehe. Du gibst dir die Schuld daran und du denkst, das ist richtig, ja? Ja, wie man es dreht und wendet. Ich bin die Ursache. Das sehe ich anders. Der Sensei hat die Schuld, auch wenn er dich benutzt hat, um seine teuflischen Pläne zu verwirklichen. Jeder trägt selbst die Verantwortung für das, was er getan hat. Aber auch für alle Menschen, die er beeinflusst hat. Sieh es mal so. Wenn du es nicht gewesen wärst, dann hätte der Sensei einen anderen gefunden. Du warst nur ein Werkzeug für seinen Willen. Dafür strafst du dich jetzt selbst? Das finde ich sehr ungerecht und oberflächlich. Ich habe schon oft gehört, dass ein Krieger in den Kerker geworfen wurde, weil er jemanden getötet hätte. Doch dass man sein Schwert, sein Werkzeug bestraft, das habe ich noch nie gehört. Innerlich grinste Lombus, weil er wusste, dass er mit diesem Vergleich nicht verlieren konnte. Doch er ließ sein Gesicht weiter ernst wirken, damit Seki dies nicht bemerkte. Ihr habt ja recht, nur das bedrückt mich alles. Ich bin hier in einen richtigen Krieg geraten. Dabei wollte ich doch bloß ein einfaches Leben führen und glücklich sein. Ist das denn zu viel verlangt? Ja, ertönte es gelassen von Lombus. Was? Erwiderte Seki mit lauter, leicht aufgebrachter Stimme. Es ist zu viel verlangt, glücklich zu sein, ein glückliches Leben zu führen? Wie kommt ihr darauf? Es ist natürlich richtig, nach Glückseligkeit zu streben. Wie schlimm wäre es, wenn man nicht glücklich sein wollte? Viele Wesen sind in der Lage, glücklich zu sein. Sieh dir zum Beispiel die Waldschrate an. Sie sind von jähzorniger Natur, aber dennoch sind sie glücklich. Sie müssen dafür nicht viel tun. Ihnen genügt ein Dach über dem Kopf und ein Krug Gerstensaft in der Hand. Schon sind sie glücklich. Doch bei uns Menschen ist es nicht so einfach. Egal wie hoch wir unsere Ziele stecken, egal wie groß unsere Vorfreuden sind, sobald wir sie erreicht haben, streben wir nach mehr. Es liegt in der gierigen Natur von uns. Deswegen können wir nur kurz glückselig sein. Da habt ihr recht. Ich meinte ja auch nur, dass ich mir ein anderes Leben gewünscht hätte, aber gibt es für Menschen überhaupt keine Möglichkeit, glücklich zu werden? Nun, ich kann jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, aber viele Männer meinen, dass sie die Glückseligkeit in einer geliebten Frau finden können. Er drehte sich zu Seki um und zwinkerte, doch dann fuhr er fort. Wie dem auch sei, jetzt bist du hier, auch wenn dir das nicht gefällt. Mir gefällt es auch nicht.
Teil von diesem Krieg zu sein. Die anderen werden sicherlich ebenso empfinden. Sie liefen ein Stück weiter. Lombus, gibt es einen Weg, diesen Krieg friedlich zu beenden? Nur indem wir den Sensei den Sieg lassen und wir uns ihm unterwerfen. Doch das kann ich leider nicht dulden. Verzeih. Das kann ich verstehen. Er hat euch alles geraubt, genau wie mir. Kopf hoch, wir werden schon einen Weg finden. Aber wie? Sind die Feen so mächtig? Selbst der Erzkanzler konnte den Sensei nicht aufhalten. Wie sollen wir ohne seine Macht siegen? Ich möchte ehrlich zu dir sein, Seki. Ich weiß nicht, ob die Feen uns helfen werden oder wie stark sie sind. Ich habe auch noch keine Strategie, aber momentan sehe ich nur den Weg, die Feen zu fragen. Warum habt ihr das den anderen nicht gesagt? Weil sie Hoffnung brauchen. Ohne Hoffnung hätten sie kein Ziel mehr, denn alles, was sie kannten, wurde ihnen genommen. Deshalb sollen sie glauben, dass die Feen uns helfen werden. Ansonsten hätten sie resigniert und alles wäre verloren. Nun herrschte Ruhe. Seki hatte genug zum Nachdenken und wollte nicht weiter fragen. Auch Lombus hielt das Schweigen für besser. Er wusste, dass manchmal die unausgesprochenen Worte mehr sagten als die gesprochenen, dass das Schweigen manchmal lauter sprach als jede Stimme. So liefen sie, gefolgt von den anderen Illusionisten, stumm durch den Wald und drangen immer tiefer in diesen ein. Die Sonne begann zu sinken und war schon dabei, den Horizont zu unterschreiten, sodass nunmehr kaum Licht in den Feenwald fiel. Nach einigen Minuten erreichten sie, kurz vor Anbruch der Dunkelheit, eine Lichtung. Wir werden unser Nachtlager hier aufschlagen. Hier ist es einigermaßen sicher, sprach Lombus. Sicher vor was? Fragte Seki. Lombus blickte Seki tief an und dachte nach. Nach einigen Sekunden zuckte er mit den Schultern und sprach gelassen. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich habe bisher noch kein Lebewesen in diesem Wald gesehen. Seltsam, nicht wahr? Das ist mir auch aufgefallen. Es ist als würde der Wald sich vor uns verstecken. Lombus runzelte die Stirn. Warum sollte er das tun? Ich weiß es nicht. Ihr seid der Magier. Sagt ihr es mir. Du bist ein Frechdachs, sagte Lombus mit einem verständnisvollen Grinsen, ehe er sprach. Ich weiß es auch nicht. Selbst jene, die schon jahrzehntelang gelernt haben könnten, nicht alles wissen. Aber wie dem auch sei, diese Lichtung ist gewiss der sinnvollste Lagerplatz in der Umgebung. Hier können wir die Gegend überblicken und sind vor Überraschungen gefeit. Da habt ihr recht. Aber vielleicht wäre es ratsam, Wachen zu postieren? Ist das nicht etwas übertrieben, junger Freund? Nur zur Sicherheit. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Nun, dann würde es dir sicher nichts ausmachen, selbst die Wache zu schieben. Und zwar mit mir? Das ist völlig okay. War ja auch meine Idee. Fein. Allerdings sollten wir noch zwei andere fragen, damit wir zwei Zweierteams bilden können. Er stellte sich zu den anderen Illusionisten, die sich in der Mitte der Lichtung gesammelt hatten und ihn nun erwartungsvoll anblickten. Freunde, ich würde vorschlagen, dass wir die Nacht hier auf dieser Lichtung verbringen. Sicherlich ist es nicht so gemütlich wie das, was jeder eigentlich gewohnt ist. Aber das Gras ist sicher weißer als der harte Boden des Brachlandes vorige Nacht. Ist dieser Vorschlag erst einmal akzeptiert? Ein einheitliches Nicken ging durch die Runde. In den Gesichtern der Anwesenden war Erleichterung zu sehen, da sie gehofft hatten, nicht weiter gehen zu müssen. Ihr Leben lang waren sie nur wenige Schritte in den Bibliotheken und Unterrichtsräumen der Universität umhergegangen, sodass sie keine lange Wanderung gewohnt waren, was letztlich dazu führte, dass sie nun alle erschöpft sind und schmerzende Blasen an ihren Füßen hatten. Nun, da alle dafür sind, würde ich vorschlagen, dass sich alle ein Plätzchen suchen und sich ausruhen. Alle schauten sich um und wollten ihr Plätzchen in Anspruch nehmen. Doch zuvor brauche ich noch zwei Freiwillige, die mich und Seki bei der Nachtwache unterstützen. Erst schien niemand zu wollen. Doch dann trat ein älterer und ein junger Illusionist hervor. Der ältere sprach: Ich bin Studienrat Delivor und der Junge neben mir ist Putra, mein talentiertester Schüler. Der Junge nickte kurz zur Begrüßung. Wir möchten euch heute unterstützen. Also eigentlich würden wir lieber schlafen, aber da die anderen ja scheinbar vollkommen erschöpft sind und sich sonst keiner gemeldet hat, da dachten wir... Ich verstehe. Ihr braucht euch nicht zu erklären. Ich möchte euch dafür danken, euch und eurem Schüler, dass ihr uns unterstützt. Mein Name, wie ihr sicher bereits wisst, ist Lombus. Auch meinen Schüler kennt ihr wahrscheinlich. Ja, sagte der Mann mit leicht knurrender Stimme. Seki der Shadow. Aber Herr Kollege, warum so verärgert? Seki hat seine Vertrauenswürdigkeit bewiesen. Warum hat er dann zugelassen, dass Erastu erobert wird? Er hat es nicht zugelassen. Er hat alles getan, was er konnte. Das war aber nicht besonders viel. Hört mal, grollte Lombus, der darauf von Seki unterbrochen wurde. Lass gut sein, Lombus. Der Studienrat wird sich wohl nicht belehren lassen. Also lasst ihn seine Meinung und erklärt ihn lieber, wie wir uns das mit der Wache gedacht haben.
Also gut, ich und Seki werden uns an der östlichen Seite der Lichtung positionieren und dort Wache schieben. Ihr solltet euch zu zweit an der westlichen Seite aufstellen. Verstanden. Doch was genau haben wir zu tun? Ich meine, auf was sollen wir achten? Auf Shadows? Fragte der Studienrat. Nein, achtet auf den Wald. Ihr meint auf Tiere und Feen? Ich habe noch nichts von beiden gesehen. Nein, ihr sollt auf den Wald achten. Damit wandte sich Lombus ab und lief Richtung Osten, dicht gefolgt von Seki, der ihm nachlief. Sagt, Lombus, warum habt ihr ihm so eine, nun ja, nichtssagende Antwort gegeben? Sicher wollt ihr etwas anderes hören. Ich kann ihm keine genaue Antwort geben. Dieser Wald ist seltsam. Ihr meint, weil man hier nicht ein Tier sieht? Nicht nur das. Er blieb abrupt stehen. Schließ die Augen und atme tief und langsam. Konzentriere dich auf deinen Atem. Es verging eine Minute. Spürst du es, Seki? Dieser Wald ist voller... Energie. Ja, ich merke es. Ist es Magie? Ich weiß es nicht, aber es ist permanent, wie in einer Verzauberung. Lombus lief so abrupt weiter, wie er zuvor stehen geblieben war. Sie erreichten die Ostseite und Lombus begann im letzten Licht des Tages, Zweige für ein Feuer zu sammeln. Möchtest du mir nicht helfen? Fragte er Seki. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, ein Feuer zu machen. Warum? Nun, in dem Buch Sinne und ihre Fehlbarkeit aus der Shadow-Gilde habe ich gelesen, dass Shadows sich solche Lichtquellen zunutze machen können. Wie das? Die Betroffenen machen ein Feuer, um mehr Licht zu haben, um so im Dunkeln besser zu sehen. Das mag auch für den kleinen Lichtradius um das Feuer stimmen, aber was den Rest angeht, ist es eher nachteilig. Die Augen der Betroffenen gewöhnen sich an das Licht des Feuers und sehen so die Umgebung dunkler. Das machen sich die Shadow zunutze, um unerkannt zu schleichen. Ihre Augen sind dann an die Dunkelheit gewohnt und so können sie sich orientieren, während die Betroffenen in der Dunkelheit nichts erkennen können. So kann der Shadow einen Vorteil erringen, indem er sehen kann, ohne gesehen zu werden. Interessant. Allerdings sehe ich eine kleine Schwachstelle in der aktuellen Anwendung. Und welche? Momentan können die Shadows uns nicht erreichen. Die einzige Gefahr geht vom Wald und seinen etwaigen Bewohnern aus. Und ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass der Wald Bücher liest, vor allem Bücher aus der Shadow-Gilde. Er grinste leicht und Seki erwiderte das Grinsen. Dann half er mit Holz zu sammeln und kurz nachdem die Sonne untergegangen war, hatten sie ein Feuer entzündet, ebenso wie Delvio und Putra. Während die Nacht voranschritt, ging der blaue Mond auf, der mit seinem durch einige Wolken gedämpften Schein auf die schlummernden Illusionisten schien. Sowohl Seki und Lombus als auch Delvio und Putra gingen ab und an einige Patrouillen am Rand der Lichtung entlang. Alles verlief ohne Vorkommnisse, doch als der Mond seinen Zenit leicht überschritten hatte, hörten Seki und Lombus, die am Feuer saßen, auf einmal Geräusche aus dem Wald. Es schien so, als würden die Bäume knarren. Seltsam, sprach Seki. Das finde ich nicht, im Gegenteil. Der ganze Wald war bisher viel zu ruhig. Endlich verhält er sich normal. Aber so plötzlich. Ein leises Rascheln vom Waldboden ertönte. Zum Beispiel dieses Rascheln. Den ganzen Tag hat es noch nicht geraschelt. Und plötzlich ist es da. Ein lautes Knacken von auf dem Boden liegenden Zweigen ertönte. Es schien relativ nah zu sein, sodass sowohl Seki als auch Lombus spontan aufschreckten und im stehenden Wald musterten, doch sie sahen nur Dunkelheit. Lombus, was war das? Fragte Seki ängstlich. Vielleicht nur ein heruntergefallener Ast? Antwortete Lombus mit spürbarer Unsicherheit. Es vergingen einige lautlose Minuten und gerade als die beiden sich beruhigt hatten, erfolgte Rascheln und Knacksen aus dem Wald. Es schien von überall zu kommen. Vom Boden, von den Ästen, den Baumstämmen, den Unterholz. Es war so vielseitig, dass man weder deuten konnte, was es war, noch wie weit es weg war. Seki und Lombus traten vorsichtig einen Schritt zurück und blickten angsterfüllt zum Wald. Als sie auf einmal einen dumpfen, leisen Schrei hinter sich vernahmen. Sie drehten sich um und sahen, dass Delvio und Putra verschwunden waren und dass das Lagerfeuer nicht mehr brannte. Lombus rannte los, um sie zu suchen, doch Seki ergriff seine Schulter und drehte ihn um. »Nein, es ist eine Falle!« Daraufhin drehte Seki sich selbst um und zog dabei seine Dolche, die er seitlich nach vorne gleiten ließ. Sie trafen eine Gestalt, die aus dem Dschungel gesprungen kam. Doch diese hatte scheinbar etwas vor ihrem Körper gehalten und so den Schlag abgewehrt. Die Gestalt drehte sich um und verschwand fast lautlos in den Wald. Seki näherte sich vorsichtig einige Schritte, doch er konnte nichts erkennen. Er beugte sich vorsichtig nach vorne, um einen genauen Blick zu erhaschen. Da tönte es plötzlich von Lombus, der sich wieder gesammelt hatte. Achtung, über dir! Seki blickte sofort nach oben und sah einen großen, dunklen, knorrigen Ast auf sich zukommen, den er versuchte auszuweichen. Doch der Ast war zu schnell. Er fasste ruckartig mit seinen Zweigen um Seki und schwang diesen über sich in die Luft und ließ ihn dabei los, sodass er ein großes Stück flog. Er sah das Blätterdach von oben, wie es im
Licht des blauen Mondes strahlte und machte sich gedanklich auf eine schmerzhafte Landung bereit. Er traf auf die Blätterdecke, durchbrach einige weiche Zweige, die seinen Sturz verlangsamten, und zu seinem Erstaunen landete er in einem Netz, das aus Lianen geflochten zu sein schien und auf dem ein gelblicher Schimmer lag. Als er das Netz berührte, stäubte der Schimmer auf in Sekis Nase hinein und sofort verlor er das Bewusstsein. Lombus, der in seinem Entsetzen nur an Seki dachte, trat einen Schritt hervor, blickte in die Luft und sprach leicht weinerlich: Seki! Dann flammte Wut in seinen Augen auf und er begann einen Zauber zu weben, während er hörte, wie die anderen Illusionisten langsam erwachten. Gerade wollte er den Zauber beenden, als er auf einmal ein gelbes, rundes Glühen in der Luft sah. Es näherte sich rasant, traf ihn mitten im Gesicht und sofort fiel er bewusstlos zu Boden. Genau in diesem Moment folgten aus den Lücken im Wald viele Seiten solcher glühender Geschosse, welche die übrigen Illusionisten außer Gefecht setzten, sodass all ihre Bewusstsein verloren und nun hilflos ihrem Schicksal überlassen waren.